habe hier ein altes Digital-Oszilloskop, auch Signalcomputer genannt, aus den 1980er Jahren, das über zwei Kanäle verfügt mit je 20 MHz. Die Anschlüsse, einer ist schon belegt. Die beiden Kanäle sind links und rechts zugeordnet, wobei jeweils zwei Schiebeschalter auf jeder Seite für die Einstellung eines Kanals zuständig sind. Hier unten ist das Netzteil angeschlossen. Die Rückseite, das ist die Beschriftung, durch irgendwelche Reinigungsversuche ein bisschen verwaschen. Das untere geht ja noch, aber das obere Schildchen ist, naja, man kann glaube ich noch was lesen, ja doch, es geht noch einigermaßen, ist nicht so berauschend mehr. Ja, oben ist immer so ein kleiner Riss drin, wo ist er denn da, spielt aber wirklich keine Rolle. Ob die Löcher da alle so richtig sind, glaube ich auch nicht. Die 4 hat wohl jemand schon mal das Gerät geöffnet. Ja, wie gesagt, hier sind die Schiebeschalter, dann ist die Skalierung jeweils für die beiden Schiebeschalter. Und was gerade gemessen werden soll, und dasselbe natürlich dann auch auf der Seite hier. Und dann die üblichen Einstellmöglichkeiten. Dann diese Tastatur. Sieht recht wüst aus. Ist auch ziemlich kompliziert zu bedienen. Ist ein dickes Handbuch bei, das ich allerdings bis jetzt auch noch nicht ganz verstanden habe. Ist auch kein Wunder, weil Vielzahl der Möglichkeiten, die sich bei der Einstellung bieten. Okay, habe das Gerät schon mal hier mit Erde verbunden, über den Abgriff hier, den Testkopf. Und werde das jetzt mal einschalten. Blendet ein bisschen hier das Licht. Ah, man sieht schon eine verkrüppelte Sinuskurve. Ist ja kein Wunder, ist ja nur ganz provisorisch angeschlossen. Und mehr Spektakuläres sieht man hier nicht. Ein paar Informationen im oberen Bereich, entsprechend den Einstellungen. Und nun kann das Gerät ja noch verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wenn man hier die Gleichtaste drückt und hält die fest, dann kommt man in den Multimeter-Modus. Und ja, nach kürzester Zeit kann man schon sehen, da ist die Kurve im Kleinen zu sehen. Die Sinuskurve mit den entsprechenden Werten, unter anderem hier die 50,052 Hertz Netzfrequenz und diverse andere Werte, die eventuell wichtig sein können, je nach Bedarf. Mehr weiß ich momentan nicht vorzutragen, weil wie gesagt die Einstellmöglichkeiten und Funktionen sind sehr vielfältig und ich blicke da leider nicht durch, was man noch alles damit machen kann. Hier nochmal die Tastatur und ja, das war es eigentlich zu dem Teil, bis auf ja die Bemerkung noch, das ist das Modell Createc SC02. Das ist also nicht die älteste Version. Es gab dann noch, was piepst denn der jetzt hier? Weiß ich auch nicht, was er hatte. Irgendwie hat er es gepiepst. Achso, das Gerät hat sich abgeschaltet. Okay,
weiß zwar nicht, wieso es ausgegangen ist. Ja, das ist nicht das älteste Modell, das war nämlich das SC01. Das habe ich nicht. Oh, ich weiß auch nicht, ob der automatisch ausgeht. Ich kann nochmal einschalten. Erstmal da ganz nach oben. Den zweiten Kanal zeige ich natürlich auch nicht, weil der ist identisch mit dem ersten Kanal in der Bedienung. Oh, warum ist es da schief gelaufen? Jetzt macht er gar nichts mehr. Warum muss ich nur überprüfen, was da los ist? Das ist ja recht seltsam. Das hat eben noch wunderbar funktioniert. Und jetzt tut sich nichts mehr. Das ist wohl der Vorführeffekt. Seltsam, seltsam. Nochmal ausschalten. Tja. Muss ich mal überprüfen, was da jetzt los ist. Jedenfalls hat das eben noch gut geklappt. Und jetzt weigert er sich, was zu machen. Vielleicht ist er endgültig gehimmelt. Kein Wunder bei so einem alten Gerät. Egal. Zur Vorführung hat es jedenfalls noch gereicht. Und wenn es jetzt wirklich kaputt sein sollte, ist auch kein großer Verlust. Okay, soviel zum Thema dieses Gerätes. Ich konnte es natürlich nicht sein lassen. Habe es dann nochmal versucht. Und wie man sieht, müsste es jetzt wieder gehen. Und es geht nicht. Doch. Irgendwie hat er zwar ein kleines... Oh, er hat ein Problem. Irgendwas gefällt ihm ganz und gar nicht mehr hier. Wie man unschwer erkennen kann. Interessant ist jetzt auch die Tatsache, das Gerät ist praktisch ausgeschaltet, aber es macht trotzdem etwas. Zwar nicht das, was es machen soll, aber man sieht, mal eben mal die Kamera eben wegtun. Stecker raus, Stecker rein. Ja, und jetzt meldet er sich wieder, wie man sehen kann. Ja, das ist doch schon wieder was. Gucken. Nochmal die Gleichtaste drücken und festhalten. Ja, er tut wieder was. Er kann jetzt nichts anzeigen hier, weil ich habe den wieder hier ausgesteckert. Eben nochmal einklemmen an die Erde. So, nochmal einen Moment warten. Nö. Oh, nö, das ist nichts. Warum weiß ich nicht? Kein Signal. Ach so, klar, ich habe hier oben das wieder rausgemacht. Moment, denn naja, piep, piep hier. So, bist du da reingesteckt. Und jetzt tut es das wieder. Ja, jetzt sind zumindest schon einige Werte da. Die restlichen fehlen noch, warum weiß ich auch nicht. Da, wo vorhin Werte waren, sind die noch weg. Die sind noch nicht da, hier in dem Bereich. Keine Ahnung, warum da diese Werte jetzt nicht kommen. Hat wohl mit der Bedienung auch zu tun. Okay, soviel war endgültig jetzt zu diesem Gerät.